Hauptmenü. Beispiel. Abenteurer auf jeden Fall. Wir machen das genau wie eben. Wir nehmen Kreuzritter. Wir nehmen Girogon. Das Einzige, was wir ändern. Heroisch, so. Was wir ändern, ist Talana, dass sie auf jeden Fall Luft von vornherein hat und ein Blitzstrahl hoffentlich kaufen kann, wenn es das gibt. Du bekommst schwere Rüstung. Spotten bekommst du. Ausdauer und Ausweichen. Und du wirst Spotten auch benutzen bei der Spinne zum Beispiel und du wirst nur auf Verteidigung gehen. Weswegen wir eventuell auch das Schild nehmen sollten. Dann können wir nehmen das Ausweichen weg und nehmen dafür ein Schild. Großweiß mit diesem Schild sagt man, dass sie Mitstreiter sogar vor Pfeilsalven schützen können. Ich kann aber nur Meister werden. Dass wir beidhändig nicht nehmen können, finde ich echt irritierend. Und Bogen, also Armbrust sollte eigentlich auch nehmen, damit wir mal von schießen können. Na komm, Schild. Ich habe den Verdacht, dass wenn ich jetzt Schild nehme und das hochskille, dass wir später, wenn wir dann Kreuzritter werden, dass wir dann plötzlich den Zweihänder freigeschaltet bekommen. Und dann haben wir einen ganz hohen Schildskill. Also doof. Also ausweichen. Fortsetzen. Vitalität. Maximal Lebenskraft plus 3 pro Dingens. Ja, okay, Wahrnehmung ein bisschen, damit es wenigstens ab und nochmal trifft. Nächster Charakter. Tirik. Der Speer war eine gute Idee, glaube ich. Aber sie war nicht gut genug. Wir brauchen einfach mehr Schaden in der Gruppe, das haben wir gerade gesehen. Wir haben einigermaßen gegenstänkern können. Also wir haben lange durchgehalten, aber wir haben fast keinen Schaden gemacht. Einmal, weil Talana halt keine Kampfzauber hatte. Und weil Tirik ein Fernkämpfer ist und in Nahkampf gezwungen wurde. Also probieren wir das Ganze jetzt mal mit Flammen, Tirik. Du. Tirik. Fortsetzen. Der kann nämlich Großmeister in Flammen werden und hat von vornherein Feuerstrahl. Dazu kriegst du noch eine Armbrust. Und leichte Rüstung, damit du am Anfang auch mit einer leichten Rüstung anfängst und schon ein bisschen Schutz hast. Oder Mystik, damit du bezaubern kannst. Mystik können wir nachher lernen, ist okay. So, weiter. Vitalität erhöhen. Ruhig ein bisschen öfters und dann Geist und Magie. Weiter. Druiden war soweit in Ordnung. Du. Jallen. Weiter. Genau, Wasser und Erde ist in Ordnung. Du kriegst einen Bogen und kriegst einen Speer. Damit du auch, wenn du keine Zauberpunkte mehr hast, noch zustechen kannst und schießen. Und dann so bald wie möglich leichte Rüstung, Mystik und die anderen Sachen. Weiter. Vitalität erhöhen. Geist, Magie. Und zu guter Letzt noch Mensch, Freimagier, Talana. Gerogon in der Robe sieht echt komisch aus. So, du bist zynisch. Du nimmst Primär und Luft. Eventuell später Dunkel, aber erstmal nur Primär und Luft. Dazu dann noch die Armbrust, damit du schießen kannst. Mystik für mehr Zauberpunkte und Ausdauer für mehr Lebenspunkte. Fortsetzen. Vitalität. Geist, fertig. So, das ist die Gruppe für den zweiten Versuch. Also machen mehr Schaden durch Flammentirik und durch Blitztalana. Und sonst müsste es passen. Auch für den Kampf. In drüber springen. Zum vierten Mal. Aber ja, mit sowas habe ich jetzt absolut kein Problem. Also, dass wir neu anfangen müssen, weil die Gruppenzusammenstellung nicht gut genug war und weil das Spiel zu schwer war. Do not let the name. Das mit den Bugs fand ich ein bisschen schade. Also, dass man halt nach dem ersten Kapitel neu anfangen musste und jetzt nach der Pre-Prequel-Zeit
und dann die Presseversion auch nochmal neu anfangen musste. Das fand ich ein bisschen, nee, aber das lässt sich halt nicht vermeiden. Aber jetzt wegen Schwierigkeitsgrad habe ich absolut kein Problem mit. Und das mag ich auch bei Might & Magic. Auch gerade bei 6 und 7 habe ich das so oft gemacht. Also neue Gruppen angefangen mitten im Spiel, einfach nur für eine bessere Zusammenstellung. Das ist vollkommen in Ordnung. So. Wir wollen nicht mit dir rumlaufen. Pulsierende gelbe Flüssigkeit ist dieselbe Flüssigkeit wie eben, was darauf schließen lässt, dass die Fässer immer die gleichen sind. Okay. Wir haben den Helm. Du hast kein Schild. Alle haben Waffen und Fernkampfwaffen. Sehr gut. Also, Gegengifte abholen, Auftrag annehmen. Wir suchen Arbeit. Vorwärts. Dann die Kisten und Fässer aufsammeln. Die nicht identifizieren. Das ist wichtig. Nicht den Helm sofort identifizieren, sondern erstmal zum Zauberhändler gehen. Und gucken, wie teuer der Blitzzauber ist für Talana. Denn sie braucht unbedingt einen Angriffszauber. Ohne den Angriffszauber gehen wir nicht aus der Stadt. Gold ist schon mal gut. Ich hoffe, dass die Kisten nicht Level skalieren. Denn sonst sollten wir die Kisten eigentlich erst aufmachen, wenn wir höhere Level haben. So, Witzerzähler bleibt da. Identifizieren bleibt da. Fass mit Spinne drin. So, entzweien. Was macht das Schmettern? Ihr führt einen Nahkampfangriff auf den anvisierten Feind aus. Sein Rüstwert wird um 11 vermindert. Oh, steckt das damit? Gucken wir mal. Nee, der Effekt ist der gleiche. Ja, okay. Feuer, Eis. Hauen, hauen, hauen. Sehr schön. Dum, 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 dum. Hier war das, nein. Hier war einfach nur Gold. Hier war der Auftrag mit den Blumen. Da. Genau, zurück. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe und die sehr positiv ist, ist die Bewegung. Das Ganze ist wesentlich flüssiger geworden. Vorher war es wirklich ruckartig, dass man nach jedem Schritt stehen geblieben ist und man dann wieder nach vorne drücken muss und so weiter. Das kann man jetzt durchgehend gedrückt halten, ist alles fließend. Haben sie echt schick gemacht. Hier war irgendwo noch, genau, da war ein Buch. Du kommst mit. Klick. Seemanns- und Hafenlieder. Kapelle lassen wir rechts liegen. Da. Zauber. Zauber, 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 Zauber. Erstmal Kiste für mehr Gold. Jo. 400 noch was. Das reicht hoffentlich. Zauberlernen, Talana. Funkenflug. Sehr schön. Elektrische Funken fliegen und fügen allen Feinden auf angrenzenden Feldern 13 bis 27 Schaden zu. Nicht, was ich mir erhofft habe. Also eigentlich hätte ich mir einen Single-Target-Spell erhofft, aber den hat Tirik ja. Das passt dann einigermaßen. Also, Funkflug. Kaufen. Für den Rest haben wir kein Geld. Zurück. Raus. So, und allein damit müssten wir jetzt die Spinnenkönigin schon schaffen. Dadurch, dass Tirik seinen Feuerstrahl schmeißt und sie ihren Funkenflug macht, der lässt uns nicht raus. Und Tirik, Quatsch, und Geogon spotten kann. Das konnte er ja vorher nicht. Was? Pulsierende rote Flüssigkeit. Geogon. Hier könnten wir das Pferd kaufen, aber da haben wir bei weitem nicht genug Gold für. Ich glaube, das waren 2000 oder so. Doch, ganz schön happig. Und hier kriegen wir den Auftrag, in der Spinnenhöhle das geheime Lager zu finden. Pulsierende grüne Flüssigkeit. Zack. Schmugglerhöhle. Wird gemacht. Gold, Gold, Gold ist alles, was ich habe.
heißt, wir haben jetzt genug Gold, um identifizieren zu gehen. Weil der Helm ist schon schick. Und ich glaube, der kriegt auch erst Erfahrungspunkte, wenn er identifiziert ist. Also machen wir das noch flott. Und dann springen wir in den Brunnen. Hier. So. Wir können auch noch versuchen, das Geld für einen Giftzauber zusammenzubekommen. Aber das waren 350, das passt nicht. Handeln. Nee, nicht handeln, warte. Bestimmen. Den Helm. Raus. Helm für dich. Was sagt die Karte? Also hier ist noch ein bisschen was. Hinter der Taverne ist eventuell noch was. Aber es wird nicht genug sein, um 258 Gold zusammenzubekommen. Ne, hier ist nur ein Schweinestall. Da wird nicht so viel Gold rumliegen. Na gut, also wir müssen da wieder rein. Ein, zwei Kisten plündern und ein paar Spinnen töten. Und dann eventuell wieder raus. Wir haben 5 Gegengifte. Oh. Hilft nichts. Das ist das Einzige, was wir machen können. Was ist da rechts? Oh. Fass. Posierende weiße Flüssigkeit. Ich habe den Verdacht, es gibt hier in der Anfangsstadt für jede Resistenz ein... Dich können wir später trinken. Für jede Resistenz ein Fass. Ah, verlassenes Haus noch eintragen. Haus. Und Spinne. Also die sind wirklich hart codet, wo was ist. So, zerschmettern. Verfehlt. Feuer. Eis. Funkenflug sollten wir nochmal reinziehen. Da. Britzel. Ja, sehr schön. Das geht schon viel besser. So, jetzt nehmen wir den Brunnen. Damit wir auch keine Ration verballern. Klick. Und sind fertig ausgeruht für den Brunnen. So, rein da.